Ja. Hallo Leute, wir sind in München im Backstage auf Jubiläumstour. Meinst du es wieder machen? Ist jetzt Nachmittag, ist noch kein Publikum da, aber die kommen auch erst später. Wir richten uns hier so langsam ein. Claudio am Ton macht den Ton, so dass es nachher schön klingt. Na Charlie, da klingt schon ganz gut, was? Ich bin so gerne Marzipan. Es gibt nichts über Marzipan. Ich denk den ganzen Tag lang nur dafür schnell. Ja Leute, wir haben Spaß hier, es wird alles total dufte. Jeder verbringt die Zeit bis zum Soundcheck auf seine Art und Weise. Totte sitzt gemütlich in unserem Kaminraum und erklärt einfach mal selber, was er da gerade macht. Wir haben es momentan auf der Tour so, dass ich bei jedem Konzert eine kurze Lesung halte und dafür braucht man natürlich Geschichten. Und die schreibe ich dann, sobald wir... So kurz immer vor dem Auftritt? Ja, das ist jetzt die Geschichte für morgen Frankfurt. Für heute München habe ich... Ist sie schon fertig? Schon gestern. Ach ja. Hallo. Die Geschichte geschrieben. Hallo. Jeder verbringt die Zeit zum Soundcheck auf seine Art und Weise. Labernski macht sich schön. Für München. Und schau mal, ist er jetzt schon schön. Jeder verbringt die Zeit zum Soundcheck bis auf seine Art und Weise. Rüdiger Bierhorst befindet sich streberhaft an seinem Arbeitsplatz. Rüdi, was möchtest du München sagen? Also jetzt schon mal? Jetzt schon mal, dass wir uns freuen und dass ich sogar für euch meine Gitarre stimme, was ich sonst nie tue. Das stimmt gar nicht, was Fred sagt. Nein, wir scherzen doch immer ganz toll. Meine Damen und Herren, jeder verbringt die Zeit zum Soundcheck auf seiner eigenen... Oh, Entschuldigung. Willst du München noch was sagen? Ja. Vor dem Gig noch? Vor dem Gig vielleicht nicht, ja. Aber ich würde es gerne irgendwie abwarten. Oh, geil. Ja, München, schön, ich freue mich München. Schön, dass es hier. Ja, freue mich, komm. Ach ja. Rosenkohl, oh. Oh, schön. Ich habe Rosenkohl, das habe ich als Kind gehasst. Und du auch, ne? Ja, aber jetzt mal. Oh, Donuts. Nun suche ich noch den Jens. Jens? Jens Borger ist immer so, der spricht erstmal mit der Local Crew und klärt alle Facts. Ich versuche dann, die anderen Instrumente dazu zu bekommen. Auf den Badges wollen wir immer alles wie einen Weg haben, ne, dass jeder alles hört. Das ist so Technik. Und dann ist aber wichtig. Soundcheck, cool, ne? Ja Leute, wir haben Spaß hier.